Wenn Gott so gut ist, woher kommt dann das Böse? Die Theologie bezeichnet es noch immer als Problem, als unlösbare Frage. Die Atheisten bezeichnen es als den Beweis, dass Gott nicht existiert. Das Böse. Wenn Gott so gut ist, wie in der Bibel gesagt wird, wenn Gott so gut ist, wie er immer ausgerufen wird, warum gibt es dann das Böse in dieser Welt? Und man kann ja nicht bestreiten, dass auf dieser Welt schlechte Sachen passieren, dass auf dieser Welt das Böse herrscht und dass auf dieser Welt es Menschen gibt, die einfach zutiefst unmoralisch handeln. Wie ist das in Einklang zu bringen mit einem guten Gott, der nur das Gute schafft? Und wieso hat ein Gott das Böse geschaffen? Diese Frage scheint schwieriger, als es tatsächlich ist. Denn wenn wir uns in diesem Video mit dieser Frage intensiv beschäftigen, dann wird man feststellen, wie leicht sie doch zu beantworten ist. Gott gab dem Menschen die Moral und das Gewissen. So kann der Mensch immer wissen, was ist gut und was ist schlecht. Was sollte man tun und was sollte man unterlassen? Was ist für die Regeln der Schöpfung und was ist dagegen? Gott gab uns die Moral und jeder Mensch, der etwas Schlechtes tut, der hat früher oder später ein schlechtes Gewissen. Wenn wir einen Mann sehen, der einen Hund schlägt, dann wissen wir ganz genau, dass er dem Hund Unrecht tut und dass das böse oder schlecht ist, was er getan hat. Und wenn wir etwas Gutes tun, dann freuen wir uns und haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir fühlen uns erleichtert. Wenn wir sehen, wie ein anderer etwas Gutes tut, sind wir froh darüber, dass es solche Menschen gibt, die so etwas tun. Doch das kommt nicht von irgendwoher. Denn der Mensch, und das ist biologisch unerklärlich, hat eben von seinem Schöpfer die Möglichkeit bekommen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Doch Gott ist kein Diktator. Gott ist niemand, der dem Menschen etwas aufzwingt. Gott ist jemand, der sagt, jeder Mensch ist frei und jeder Mensch kann sein Leben führen. Deshalb hat er uns den freien Willen gegeben und die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Gott sagt allerdings auch, ihr seid hier nicht zum Spaß. Ich habe diese Schöpfung für euch nicht zum Spaß gemacht, sondern ihr seid hier für eine Prüfung. Und diese Prüfung muss jeder von euch bestehen und ablegen. Und wer diese Prüfung erfolgreich geschafft hat, nämlich die Missionen, mit denen er hier auf die Erde geschickt wurde, zu erfüllen und die Aufgaben zu erledigen, die er hier erledigen muss und die er hier auf Erden abarbeiten muss, die haben sich das Himmelreich verdient. Das ist dann die Belohnung. Und die, die falsch gelebt haben, die kommen eben in die Hölle und müssen nach dem Tod mit einem Gericht oder mit einer Strafe rechnen, die garantiert nicht milde ausfallen wird. Doch Gott hat uns eben gesagt, das sind die Regeln meiner Schöpfung. Und die sollt ihr quasi nicht übertreten, ihr sollt sie nicht brechen. Doch ich gebe euch einen freien Willen, ihr könnt frei darüber entscheiden, ob ihr auf mich hört, ob ihr an mich glaubt oder was ihr tut. Doch ihr müsst euch im Klaren über die Konsequenzen sein. Ihr seid hier, weil ihr geprüft werdet. Und jede einzelne Handlung eurer Handlungen, die ihr hier vollbringt, hat eine Konsequenz. Und das ist der schlichte und einfache Grund, warum es auch das Böse gibt. Wir stellen also fest, das hat weder etwas damit zu tun, dass Gott böse ist, noch hat es etwas damit zu tun, dass es Gott nicht gibt. Nein, die Frage ist aus theistischer Perspektive am besten zu erklären und auch noch so einfach wie nur eben möglich. Und ich persönlich bin genauso ein Mensch wie ihr auch. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Erleuchteter, ich bin kein Messias und ich bin auch kein Besserer als ihr, die ihr das Video schaut und die das Video nicht schauen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der genau mit den gleichen Voraussetzungen hier ist wie ihr.
Ich habe auch meine Aufgaben und ich muss sie auch abarbeiten. Doch diese Lösung, die ich hier präsentiert habe, die zeigt einmal mehr, wie leicht man etwas als Problem abstempeln kann, das gar keines ist. Man macht sich diese Probleme also selbst, denn es sind einfach nur Scheinprobleme, die allerdings auf den ersten Blick schwierig erscheinen, auf den zweiten Blick sich jedoch in Luft auflösen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Beitrag und ich sage auf Wiederhören, meine Damen und Herren.